Es ist die größte Kamelfarm Bayerns. Bianca Klages und ihr Mann besitzen einen Hof mit 28 Wüstenschiffen. Die Idee dazu entstand zufällig. Nach einem Zirkusbesuch beschloss Biancas Schwiegervater, sich ein eigenes Kamel für den Garten anzuschaffen. Zuerst nur als tierischer Rasenmäher. Mit 14 beschloss Biancas Mann dann, das Kamelreiten als Ferienjob anzubieten. Rund 25 Jahre später ist Konstantin Klages nun Besitzer einer Kamelfarm und Bianca Klages stolze Kamelbäuerin. Mei, das Besonderste steht hier hinter mir. Wir haben einfach 28 Kamele, haben Lamas, Alpakas, Ziegen, Esel, alles Mögliche. Und es ist einfach so eine richtige Wohlfühloase. Das heißt, die Leute kommen her in ihrer Freizeit und kommen hier sofort total runter, weil die Kamele so eine Ruhe ausstrahlen und sie sich gleich auf den Menschen überträgt. Und die steckt einen so richtig an. Wüstenstimmung in Bayern. Seit kurzem gibt es sogar zwei neue Mitglieder auf der Kamelfarm. Das jüngste ist erst 4 Wochen alt. Unterscheiden kann man die Tiere anhand ihrer Höcker. So besitzen Trampeltiere 2 Wasserspeicher. Dromedare dagegen haben nur einen Höcker. Eines ist sicher, Kamele können sich an extreme Lebensräume anpassen. Und auf der Kamelfarm in Grub kann man die Tiere hautnah kennenlernen. Also die haben jetzt sehr, sehr dünnes Fell. Die sind jetzt ziemlich zerrupft im Moment, weil die ihr Winterfell gerade abgeworfen haben. Haben im Winter aber ein richtig dickes, dichtes Winterfell. Und damit halten die Kälte wunderbar aus. Es ist so, dass die 2-höckrigen Kamele, die Trampeltiere, ursprünglich aus Zentralasien kommen. Und da hat es im Winter bis zu minus 40 Grad. Aufregende Erlebnisse wie Kamelreiten, Trekkingtouren mit Lamas oder Geburtstage in tierischer Gesellschaft werden auf der Kamelfarm in Grub angeboten. Einmal gut festhalten und schon geht es mit sanftem Schaukeln auf Wald- und Wiesenwegen durch das idyllische Mangfalltal. Auf dem 1500 Quadratmeter Hof fühlen sich hier nicht nur die Tiere wohl. Also wir machen eigentlich alles, was man mit Kamelen irgendwie machen kann, sofern es für die Tiere kein Stress ist und die stresst eigentlich gar nichts, machen wir da auch alles mit. Wir machen hauptsächlich Reittouren, Kindergeburtstage, Betriebsausflüge, therapeutische Sachen, fahren aber eben auch viel mit den Tieren zu Veranstaltungen, zu irgendwelchen Hochzeiten, Messeauftritten, Fotoshootings, Filmaufnahmen, Dorffeste, wo man Kinderreiten anbietet, Orient-Events, wo die Kamele nach als tausendstes Detail dabei sind. Also alles, was man irgendwie machen kann. Die Bayern-Kamele in Grub lassen sich also durch nichts aus der Fassung bringen. Montags ist Ruhetag auf der Kamelfarm. Ansonsten sind die Kamele täglich von 9 bis 18 Uhr für alle tierischen Abenteuer zu haben.